Sandra Burki, ein weiterer Tiefschlag, ein 1-3 hier in Biel. Wie war das Spiel aus deiner Sicht? Ja, es hat natürlich sehr schlecht angefangen. Mit dem Freistoß war es ein dummes Fall von mir, wo ich ein bisschen Spott komme. Und nachher trifft er sie sehr schön. Und nachher war es eigentlich ähnlich wie gegen Winterthur. Ich glaube, wir haben gut gespielt. Wir haben die letzten 20 Meter haben wir zu viele Fehler gemacht, sind nicht so zwingend geworden. Und nachher kommt das 2-0. Mehr oder weniger aus dem Nichts raus. Und zweite Halbzeit haben wir probiert und gemacht, Chancen gehabt. Ja, leider war es zu wenig, hat es nicht gelangt. Wieso fällt es euch aktuell so schwer, über 90 Minuten konstant Leistung oder eine konstante Leistung zu zeigen? Ja, ich glaube, das ist auch in der schwierigen Phase, in der wir sind. Braucht es umso mehr, dass du über 90 Minuten eine Leistung bringen kannst, dass es schlussendlich auch reicht. Und es braucht sicher mehr, als wenn du Lauf hast, zum Gewinnen. Und es muss jedes Detail stimmen. Jeder muss füreinander gehen. Und dann muss auch noch ein bisschen Glück dazukommen. Und so kannst du dort unten rauskommen, wenn wir es zusammen anpacken. Was macht ihr als Mannschaft, um die vielen negativen Ereignisse zu verarbeiten und einfach wieder vorzuschauen? Ja, jetzt haben wir auch mit dem Cup haben wir auch eine kleine Wende geschafft, haben wir gemeint, was auch wieder besser gegangen ist, wo du auch gemerkt hast, dass das Selbstvertrauen wieder ein bisschen zurückgekommen ist. Und das ist natürlich sehr hart, wenn du zwei, drei Tage später nachher so eine Niederlage einfahren musst, wenn du viel vorgenommen hast. Und ich glaube, man muss einfach immer wieder aufstehen. Wir sind jetzt sicher am Boden nach dem Match, aber ja, das Leben geht immer weiter und wir haben noch unsere Ziele und wenn jeder für andere geht, dann bin ich sicher, dass wir mit den Leuten, die wir haben in der Mannschaft, den Leuten, die wir haben im Staff, werden wir das sicher schaffen. Danke, Willi. Wir diskutieren die heissesten Themen des Schweizer Fußball mit den wichtigsten Gästen. Die Brock.ch Fußball Arena, jeden Montagabend, 5:30 auf Tele1. Marco Schelli, bei einem 1-3-Niederlage hier, was hat es in Biel, so hast du deinen Einstand an der Seitenlinie sicher nicht vorgestellt. Wie war das Spiel aus deiner Sicht? Ja, natürlich bin ich eigentlich schlecht angefangen mit dem Freistoß, mit allem Respekt, wunderschön geschossen, auch gegen uns natürlich gewesen. Aber ich habe doch auch ein Aufbäumen gesehen bis zum 2-0. Wieder ein Fehler von uns, ein Konter, den wir dann nie einfangen dürfen. Ich habe auch in der zweiten Halbzeit gefunden, sie haben wirklich, das Aufbäumen war da gewesen, sie haben den Willen gehabt. Klar haben wir nochmal die Qualität, die letzten 20 Meter irgendwie etwas entscheidend zu machen. Und wie es dann so ist, der dritte Goal ist offside, bevor der Penalty kommt. Und da muss er sicher 100%ig einen Penalty für uns pfeifen. Oder? Und ja, bei solchen Situationen, die nicht einfach sind, sie sind schwierig schon vor dem Spiel, jetzt ist es noch schwieriger. Aber ich bin immer der, der kämpft für irgendetwas, für etwas Gutes. Und die Jungs haben mehr verdient, jetzt müssen wir einfach noch mehr schaffen. Die FCL hat in den letzten 7 Tagen 3 Spiele gehabt. Haben ein Stück weit auch Kräfte gefällt, oder ist das kein Thema? Ja, sicher ist es uns nicht entgegengekommen. Das ist klar, wenn man 6 Tage 3 Spiele hat. Aber ich glaube, auch heute haben wir vom physischen Bereich die Substanz gehabt. Und wir haben auch Power genommen. Und eben die wichtigen Zentimeter vor dem Goal, die fehlen uns natürlich. Das ist natürlich klar. Aber in solchen Situationen ist es auch normal. Aber man kommt nur zusammen wieder raus. Ich habe jetzt auch mit den Fans geredet. Wir brauchen sie auch. Ich habe jetzt mit dem Chef, sage ich jetzt, von diesen Fans, die wirklich gut sind, habe ich einen Pakt geschlossen, dass wir wirklich alles versuchen und alles machen, dass wir da rauskommen. Einfach noch eine allgemeine Frage. Wie bist du gestartet in Aarau und was hast du für einen Eindruck allgemein von der Mannschaft? Ja, sicher nicht gut. Das ist auch eine erste Situation für mich, dass ich da zu den Fans muss. Eigentlich habe ich eher einen Applaus bekommen als solche Sachen wie heute. Aber zu dem stehe ich, weil ich kenne jetzt die Jungs doch jetzt die 10 Tage und sie haben das Herz am richtigen Ort, dass sie für Aarau kämpfen wollen. Es ist sicher keine einfache Situation, aber die Basis stimmt. Jetzt müssen wir einfach noch mehr investieren, dass wir dann aus dem rauskommen. Danke vielmals.